Aber egal. Du Held der Zeit. Ich bin sicherlich alles, aber nicht der Held der Zeit. Habe ich alles? Ja, finally. Das heißt, wahrscheinlich kann ich dich da liegen lassen. Was für ein Abfuck. Was meint ihr? Soll ich den Krogfächer mitnehmen? Oder bleibt es bei dieser krassen Ausrüstung, mit der ich auch schon ordentlich austeilen kann? Alter, ey. Ja, ich hatte nicht damit gerechnet, dass er tatsächlich nochmal aufdodgen würde und dann sagen würde, oh, ich tu mein Ding mal einziehen und so, ne? Hey, wie läuft's? Ich spiel mega scheiße, so läuft's, gut. Aber ich hab den hier geschafft, Arcti. Bist du stolz auf mich? Bitte sei stolz auf mich. Und mit dem hier meine ich... Meine ich den hier. Gab's Tote? Schaut AC auch zu. Ich glaube, AC schaut auch zu, ja? Hey, AC, schreib nochmal was. Du hattest vorhin, hattest du was geschrieben. Vielleicht schreibst du ja jetzt auch noch was. AC, 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 AC. Schön. Okay. Ich würde den Krogfächer hier einfach liegen lassen, ne? Ich habe ihn mir hart erarbeitet. Aber, Digga, Elektrolanze. Damit kann ich Gegnern elektrisierend auf die Fresse hauen, kontern, Dings, irgendwas. Das ist doch besser als alles, was es gibt auf Welt. Oder? Ja. Irgendjemand was dagegen, dass ich den jetzt mitnehme. Dann möge er jetzt ich schreiben. Oder was anderes. Ansonsten passt's. Lass ich das Ding liegen. What the fuck? Sie ist ja wirklich da. Krass. Wo wir gerade dabei sind. Ey, Krogfächer, mein Bester. Ich? Du hast was dagegen, dass ich ihn da liegen lasse? Was? Ich mache jetzt mal ein paar Fotos, wo ich gerade dabei bin. Das sieht ja auch super aus. hallo, Schwert? Was soll ich stattdessen liegen lassen? Borgi, was muss liegen bleiben? Ja, etwas in mir. Ich bin an mir selber verzweifelt. So, ich mache gerade mal ein paar Fotos. Okay, also du würdest wahrscheinlich lieber das Krog-Ding wegschmeißen, oder? Ey, der lässt das halt echt immer hinter sich droppen. Ist der dumm? Den Hammer würdest du eher wegschmeißen. Hallo? Oder das Holzschwert. Ja, ich würde wahrscheinlich das Holzschwert liegen lassen. Okay, aber ich, wie gesagt... Alter, was für ein Monster, ey. Yeah, mal ein paar Fotos machen hier. Mit etwas Pech habe ich die jetzt schon. Ja, habe ich schon. Okay. Aber die habe ich doch noch nicht, oder? Ist ja wieder ein anderes Item, genau. Ach, so wunderschön, diese ganzen Fotos, ey. Oder das Holzschwert. Okay, dann fliegt das Holzschwert raus. Dich hatte ich schon. Schmeiß mal das jetzt mal gleich raus. So. Dann bleibst du mal liegen, aber ich mache trotzdem noch Fotos. Weil wegen Ästhetik. Und weil dann habe ich wenigstens alles schon mal fotografiert. Der hatte da zwei Hände. Alter, ein krasses Teil.
Den hatte ich auch noch nicht fotografiert. Heieiei. Naja, so langsam mal die Einträge füttern. Auch eine geile Lanze. Ich mag Lanzen so gerne, aber irgendwie sind die einerseits schwach, andererseits tun sie nicht so weh. Ich glaube, Lanzen sind für Leute, die kontern können. Also halt exakt nicht für mich. Oh oh. Ich. Boah, so viele Waffen, die ich schon mal hatte, ey. Krass. So. Dich hatte ich bestimmt auch schon. Dich hatte ich schon, ja. Okay. Und Feuerschwert und so hatte ich ja auch schon, ne? Damit müsste ich jetzt alles einmal durchfotografiert haben. Ja. Damit habe ich jetzt einmal alles durchfotografiert, glaube ich. Von schwach nach stark. Von schwach nach stark. Und er tut mir die 24... What? Warum bist du stärker als der? Na egal. Also du würdest den Hammer wegschmeißen. Ja, dann... Ja, aber Hammer... Hammer holen ist halt auch nervig, ne? Andererseits das Krogschwert ist ein Einhänder. Ich habe jetzt drei Einhänder. Eins, zwei... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei Händer. Oh, fuck it. Fuck it. Fuck it, ist wurscht. Dann rüste ich dich aber auch gleich aus. Mal schauen, wie lange du hältst. Wahrscheinlich hält das Ding jetzt nur drei Schläge oder so und dann ist das Thema durch. Wetten? Sehr gut, Arkti. Weiter so. Okay, also ich würde jetzt einfach den Hammer liegen lassen. Habt ihr schon recht. Den kann ich einfach holen, ne? Den Hammer... Den kannst du in Hateno holen, okay. Ja, ja. Dann machen wir das so. Es war mir eine Ehre, dass du mit uns gekämpft hast, Eisenhammer. Vielen Dank für alles. Aber das soll es dann auch mal gewesen sein. Truhen haben wir auch alle. Digga, was für ein Müllschrein, ey. Vor allem, wenn man seinen Fächer irgendwo in den Abgrund wirft, du Idiot. Ich bin nicht der Idiot. Du bist der Idiot, weil du so einen Schrein gebaut hast. Die Schule hat mich das gelehrt. Ich glaube, jetzt haben wir schon wieder genug... Ne, haben wir nicht. Ich brauche sogar noch mal einen. Okay, dann machen wir noch einen. Das Ende eines treuen Eisenhammers. Ja, er tut mir auch leid. Er tut mir auch leid. Aber wenn wir ihn neu holen können, dann ist das schon in Ordnung. Würde ich mal jetzt so behaupten. Wie geht's euch denn so? Um mal eine Frage zu stellen. Weil ich gut bin im Fragen stellen. Ich bin der Beste, wenn es darum geht, Fragen zu stellen. Ja. So, wie üblich, den schwächsten Schild ausrüsten. Auf die Art und Weise wird es immer stärker. Alter, hier einige von denen sind schon echt nicht von schlechten Eltern, ne? Okay, Kade, verschnupft. Warum? Nein! Borgi, du kannst doch nicht einfach Schnupfen haben. Hab doch einfach was anderes, wie zum Beispiel keinen Schnupfen. Mensch, was machst denn du für Sachen? Mir geht's soweit auch gut. Ich habe mich nur ein bisschen blamiert bisher im Stream. Aber sonst ist alles super. Wenn ich jetzt noch einen Schrein schaffe, dann... ist dann meine Ausdauer schon auf zwei Kreisen oder muss ich tatsächlich nochmal vier holen, um die Ausdauer hochzuhauen? Weil das nochmal vier hole ich, glaube ich, nicht. Da gehe ich dann, glaube ich, langsam Richtung Herzcontainer. Genau hier unten ist der Schrein, okay. Ah, ich sehe ihn ja schon. Ich traue dieser Brücke nicht. Ich traue dieser Brücke nicht. Ich traue dieser Brücke absolut nicht. Wir werden den Schrein von hinten besuchen. Ich bin zu verblüfft von der Kunst des Fragenstellens und zu antworten. Okay, das ist also Arkti geht's schon mal gut. Das ist doch super schön.
rein. Kein Stein. Aber ich habe meine Energie rausgehauen. Nee, halt echt kein Stein. Tja, dann laufe ich wohl mal den Weg zum Schrein, ne? Mit meiner super Ausdauer, die schon gar nicht mal so wenig ist. Egal was du tust, Schrein, du hast keine Chance. Beziehungsweise ich könnte mir den einfach mal auf der Karte markieren. Ja, weiß, wo ich hin muss überhaupt. Pah, den kriege ich doch easy. Da ist er ja schon. Also wenn wir mit dem Finden dieses Schreins ein Problem haben sollte, ich weiß ja nicht. Ja, danke. Ich weiß, dass hier ein Schrein ist. Oh, es ist in der Nähe eines Stalls. Das ist ja praktisch. Ist ja schön, kann ich mal wieder Pfeile kaufen. Hey, Akti, ich habe 2000 Rubine. Was bist du denn für einer? Hm? Du wirkst ja wie ein aufgeweckter junger Mann. Was gibt's denn? Hahuha, hey. Was ich mir ansehe, ist es nur so, naja, also nichts Besonderes. Ein Teil dieser Bergwand da hinten sieht so aus, als ob er künstlich wäre. Siehst du, was ich meine? Ich würde mir das ja mal gern aus der Nähe ansehen, aber ich komme da nicht hin. Alter, was? Alles okay bei dir, Digga? Oh, Holz, nice. Bleib mal klauen. So, okay, hier ist sonst nichts Besonderes, ne? Wir haben einfach zufällig einen Stall gefunden, ja. Oh, Essen. Nice. Fackel jetzt unwichtig. Haha, ich hab dein Essen. Schwere Fracht, schwere Fracht, schlepp sie bis der Rücken kracht. Trägst du deine Sachen in deiner Tasche mit dir herum? Dann interessiert dich vielleicht, dass die Waldgeister wohl Taschen größer machen können. Hast du das schon gewusst? Hahu! What? Boah, dann sind wir jetzt Freunde. Es soll ja Glück bringen, die Sachen zu sammeln, die die Waldgeister fallen lassen. Was das wohl für Sachen sind? Willkommen im Stall der Tabanterbrücke. Wenn du etwas erfahren willst, dann frag mich doch. Was interessiert dich? Hahu! Ho! Der Osten, ja, der Osten. Mein Tantchen sagt immer, dass man in jungen Jahren Herausforderungen nicht scheuen sollte. Mag ja sein, aber Orte wie die Harzblutsümpfe sind den Aufwand nicht wert. Da sollte man einfach nicht hingehen. Schon bevor mein Tantchen auf der Welt war, waren diese Sümpfe von schwarzen Wolken bedeckt. Für mich ist das ein Zeichen der Göttin Hylia, dass jeder, der diesen Ort betritt, ihren heiligen Zorn auf sich zieht. Sonst noch was? Ha-hü! Süden! Okay, mein Tantchen hat uns früher immer Geschichten erzählt. Über den Herrn des Waldes, der über alles Leben am Satori-Berg beim Tamiont-Fluss gebietet. Diese alte Legende erzählt sogar heute noch den Kindern vor dem Einschlafen. Es soll ja sogar einen Gott geben, der die Stelle beschützt. Ich frage mich, wie der wohl aussieht. Wahrscheinlich wie ein Pferd, aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht auch wie eine Ziege. Sonst noch was? Ha, he. Oh. Westen? Naja, Tabanterbrücke. So heißt der Stall. Naja. Wenn du drüber gehst und dann noch ein bisschen weiterläufst und dann noch ein bisschen weiter, dann kommst du zum Dorf der Orni. Sonst noch was? Ha ho. Okay, cool. Sei vorsichtig. Ha ho. Achso, der Norden. Ja, den hätte ich fast vergessen. Hinter dem Rohr am Berg lebt ein gewisser Kort. Man hört, dass er Leute zu einem Rennen herausfordert. Aber wenn es ihm Spaß macht, vielleicht wäre das was für dich. Cool zu wissen. Also irgendwo lebt dieser Kort und der scheint wichtig zu sein. Ah, große Fee, komm zu mir. Oh, Entschuldigung, ich war in Gedanken. Du hast bestimmt schon mal von der großen Fee gehört. Es gibt so viele Märchen, die von ihr berichten. Die große Fee gibt es wirklich, da bin ich mir ganz sicher.
Ich bin zu einer Reise aufgebrochen, um sie zu suchen. Wenn man nachmittags von der Spitze des Turms aus, der hinter der Tabantha-Brücke aufgetaucht ist, zu Boden sieht, dann weist der Schatten des Turms direkt zur Quelle der großen Fee. Das habe ich zumindest so gehört und deswegen bin ich hierher gereist. Aber auf den Turm, auf den Hügel klettern, das schaffe ich nie im Leben. Oh, ich habe so viel Geld für die angespart. Aber du, für dich ist das doch easy, oder? Willst du nicht mal hingehen? Ha! Ha, oh, vielen Dank, hier sind 500 Rubine. Ich hoffe, er haut nicht damit ab. Okay, also ich muss zu dem Turm da hinten. Das dürfte der hier sein. Da muss ich warten, bis Nachmittag ist. Hä, ich hab die doch aktiv. Hä? Achso, ja, ihr markiert mir den Typen. Ja, danke dafür. Ey, super. Toll. Okay. Dich kann ich löschen. Super, ey. Okay, ciao, Arkti. Außer halt extrem schwierig sein. Ja, das ist deine Chance, genau. Alter, was zur Hölle? Hölle, 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 Hölle. Jetzt muss ich warten, bis Nachmittag ist. Wohin zeigt er denn aktuell? Wenn ich das richtig mitkriege, also aktuell zeigt der Schatten des Turms in diese Richtung. Ne? Aktuell, der müsste jetzt Richtung Süden gehen. Aber irgendwie passt das schon nicht, ne? Der müsste eigentlich schon viel weiter südlich sein. Der müsste irgendwo in diese Richtung zeigen eigentlich, wenn es wirklich Süden wäre. Aber die Sonne hier scheint tatsächlich nicht so zu laufen, wie ich mir das dachte. Beziehungsweise unsere Helden haben eine ganz eigensinnige Idee, wo Süden ist. Ja, wo ist der Schatten des Turms denn überhaupt? Der ist immer noch da. Und er geht nach Norden. Achso, ja, man sieht sie ja schon. Das ist ja praktisch. Also aktuell, genau, aktuell zeigt er dahin. Easy. Ich hab's gefunden. Gefunden, 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 gefunden. Ich endlich meine zweite Fee. Wup, 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 wup. Yeah. Wuhu, ich hab Feen. Ich hab so viele Feen. Wuhu, yeah. Fee, 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 Fee. Was ist das? Ach nee, das ist nur Gebirge. Das sah kurz aus wie irgendwelche Pflanzen oder so. Fuck. Falsche Taste gedrückt. Ja, okay. Ich hätte vielleicht einfach die richtige Taste drücken sollen. Das habe ich vielleicht jetzt verkackt. Ich habe die... Ja. Okay. Stroh hat's gefunden. Stroh ist vor allem gestorben. Voll traurig. Ist halt echt voll traurig. Ah, naja, Arkti ist nicht mehr da. Von daher kann ich mir das schon leisten. Ja, okay. Das war echt jetzt ungünstig. Ich habe echt einfach die falsche Taste gedrückt. Ist halt schön blöd, aber naja. Irgendeiner muss halt auch blöd sein, ne? Was haben wir denn hier? Achso, das ist nur der Weg. Ah, okay. Aber hat er auch Geld? Bisher habe ich Geld. Ich hoffe, es reicht. Du, junger Mann, bitte gib mir Geld. Ich heiße Cäsar. Hier war früher eine wunderschöne Quelle. Doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine und ich habe meine Kraft verloren, weil Geld macht Kraft, weißt du schon. Also gib ein bisschen Geld. Wenn du Rubine hast, gib her. Ich brauche nur 500. Nun, wenn du Rubine hast, willst du 500.
Danke, mein Held. Du hast mich ja befreit, ja, ich bin dir wirklich sehr dankbar. Oh lala, wenn ich dich so anschaue. Ah, du bist genau mein Typ. Wollen wir nicht heiraten und so? Sag mal, Süße, möchtest du vielleicht hier bei mir bleiben? Ha hu ha hey ha ho. Hey, du bist aber ganz schön höflich. Naja, ich mach ja nur Spaß, aber du bist so niedlich, wenn du so verlegen bist. Hihihi. Aber im Ernst, mein Süßer, lass mich dir meine Dankbarkeit zeigen. Wenn du die passenden Materialien hast, kann ich deine Kleidung verstärken, Süßer. Zeig mal her. Ich kann deine Kleidung ein gutes Stück verstärken. Was brauche ich? Ah, super, lauter so Zeug, wo ich schon verkauft habe, ey. Mist. Rotes Schleimgelee. Okay, die kriege ich wahrscheinlich, wenn ich Schleime töte, mit einem Feuer-Item. Und da kriege ich dann noch krasseren Kälteschutz oder was. Das wäre natürlich geil. Mir fehlt halt echt alles. Toll. Nochmal mehr Schwimmtempo. Fedora Hornspiel. Ach du Scheiße. Naja, machen wir das. Ich brauche jeweils 5. Kriege ich sie beide sogar verstärkt. Klar, mach mal. Schön. Ja, ich habe halt auch mal mein Glück beim anderen Geschlecht versucht. Und wie du siehst, das hat funktioniert. Seriously. Nice. 2 Sterne schleichen. Hi. Du solltest noch etwas daran spüren können, von meiner Wärme. Und noch weiter. Ha! Okay, 1 geht noch. Danach fehlen dir Bocklin, Hörnisch, Gelees, die Orni-Zeug. Das Orni-Zeug hätte ich gern verstärkt eigentlich. Also brauche ich 9 rote Schleimgelees. Das sollte halbwegs schnell zu kriegen sein. Ansonsten Bockblindhörner. Oder sowas. Ninja-Hose, okay. Sie kann das nochmal? Kann die das nochmal gleich verstärken? Ist das die stärkste Fee? Das wäre ja krass. Nicht verstärkbar. Echt? Ist ja doof. Kletterkopftuch. Ja, das soll mal egal sein. Aber wichtig wären mir eigentlich die 3. Also Bockblindhörner brauche ich viele und 9 rote Schleimgelees. Ah. Also übrigens egal, welche Feen du befreist, okay? Folge dem Schatten. Du solltest Toren davon berichten. Ja klar, mach ich. Okay, wo ist der Stall? Hier, ne? Ja, da. Teleportieren. Keine Sorge, Stein, ich mache dich bald. Ich mache dich bald, meine beste Schrein. Das war jetzt perfekt. Egal, ich berichte jetzt erstmal dem Typen davon, dass ich die Fee gefunden habe. Dass ich sein Geld abgegeben habe.
bis 4 Sterne, okay. Also theoretisch kann jede Fee alles verbessern. Aber ich muss erstmal mit der reden, ne? Okay. Hey du, hast du ihr der großen Fee gegeben, was ich ihr geben wollte? Ha! Oh geil, danke. Ich wusste, ich kann dir vertrauen. Hast du sie gesehen? Oh, ich beneide dich. Aber gut, das Wichtigste ist, dass die große Fee die Gabe bekommen hat. Noch einmal vielen, vielen Dank. Haho. Hm, was denn? Ach so, willst du eine Belohnung? Ja, lol. Hallo, große Fee und so, reicht dir das nicht? Zeig dich mir und wenn es nur in meinen Träumen ist. Aber man kriegt da jetzt wirklich nichts mehr. Ja, toll. Wow. Okay, die sehen alle nicht so aus, als ob sie Spaß machen. Die mache ich jetzt alle nicht. Ich klaue euch was weg. Oder auch nicht. Soldatenbogen. Sogar der ist besser. Ja, leck mich doch. Mir ist egal. Okay, wo ich sie mache, ist egal. Das ist ja schön. So, gehen wir zum Schrein. Gehen wir zum Schrein und holen uns das nächste Ding. Und gucken wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was mich hier jetzt erwartet. Ich hätte gerne noch ein bisschen Ausdauer, damit ich ab dann Herzcontainer farmen kann, damit ich nicht immer so schnell sterbe. Das wäre voll geil. Der richtige Augenblick. Oh je. Okay. Dahin? Nein. Okay, da komme ich nicht hin. Muss ich hier mit Pfeilen das Ding einfach wegbumsen? Geht das? Nein. Okay, okay, die Kugel juckt das nicht. Will da Bombe hinschmeißen? Nee. Ha, wo könnte ich das denn jetzt? Was könnte ich da denn jetzt machen? Das hat nicht funktioniert. Oder kann ich hier irgendwie mit dem Stasi-Modul so reinknallen? Nein. Nein?
Nein. Also ich muss irgendwie hier draufstehen. So. Ach so. So, was haben wir denn hier? Ein, na, Geld. Nehme ich mit. War das schon alles? Natürlich war das nicht alles. Komme ich denn sonst noch so hin? Oh, wait.